Eins, die erste. Name, Franz. Beruf, Beckenbauer. Schau, schau, schau. Kein Beckenbauer, sondern... Sepp Maier. Im Tor gegen seinen Willen. Er wollte Stürmer werden, landete aber mit 15 als Torwart beim FC Bayern und wurde der erfolgreichste deutsche Torhüter aller Zeiten. König ist der Maier Sepp. Der Sepp, das ist ein Tausendsasser. Der Sepp kann alles. Das Schlitzohr und bayerische Unikum ist ein Spaßvogel, Unterhaltungskünstler neben und auf dem Fußballplatz. Mit seinen komischen Einlagen hält er stets das Publikum und die Fans bei Laune. Mal spielt er mit, mal jagt er in fremden Revieren. Das war aus purer Langeweile, genau. Oft wechselt er die Seiten, agiert als Reporter oder liefert skurrile Fotos. Sepp mag Applaus, hat ihn immer gemocht. Nichts hasst der Torhüter des Jahrhunderts mehr als Langeweile. Ob als Spieler oder Torwarttrainer der deutschen Nationalmannschaft. Er spielt nicht nur Fußball, er spielt alles Mögliche. Sepp war natürlich einer der schillerndsten Figuren, sag ich mal, im Profigeschäft der letzten Jahrzehnte. Und das hängt natürlich auch mit seiner Klasse zusammen. Ich bin eine Kultfigur, ganz einfach. Auch den Fußballspieler spielt Maier Sepp herausragend. Holt alle Titel, die man im Fußball holen kann. 442 Spiele ohne Unterbrechung für den FC Bayern. Ein Rekord für die Ewigkeit. Der Sepp ist einfach ja, einer der ganz, ganz großen, wenn nicht der größte Torhüter, den wir jemals in der Bundesrepublik hatten. Außer für Bayern München spielt Maier nur noch für die Nationalelf und wird 1974 Weltmeister. Der Fußball-Oscar für Sepp Maier. Wenn es dann wirklich um alles gegangen ist, dann war er meistens da. Und in anderen Spielen hat er zwar nur Fehler gemacht, das ist aber dann immer aufgefallen. Vorsicht, bekannt sind auch Maiers Wutausbrüche. Nobody's can is perfect. Ich war der fehlerloseste aller Zeiten, nicht der Beste. Heute mit 69 geht es ihm besser denn je. Torwartlegende Sepp Maier macht auch beim Golfen eine Punktlandung.